Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer wunderschönen neuen Folge von Scrap Mechanic. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin euer Xock und wir legen auch gleich los. Und zwar heute, meine lieben Freunde, möchte ich ein Freefall bauen. Haben ja auch schon viele sich mal gewünscht. Ich muss halt so viel jetzt erstmal ein bisschen Vorarbeit leisten. Und zwar habe ich mit Egal TV eine Zuschaueraufnahme vor kurzem gemacht, wo wir ein Freefall gebaut haben. Diese Folge kam aber nicht. Egal TV, erstmal dafür sorry. Lag nicht daran, dass die Aufnahme nicht funktioniert hat oder sonst irgendwas, sondern einfach es ist sehr lang geworden und das Endergebnis von diesem Freefall war eher so, naja, sag ich mal, aber da warst weder du schuld noch ich. Es ist, hat halt einfach nicht geklappt. Und wir sind ja jetzt aktuell sogar was Cooles am Bauen, nämlich die Schiffschaukel, und die wird auch super, die wird richtig toll, die gefällt mir jetzt schon. Und ja, aber ich möchte nochmal ein Freefall für mich selber bauen, weil das hat mich irgendwie ein bisschen zermürbt, weil das nicht so gut funktioniert hat. Und ja, es ist ewig her, dass wir ein Freefall gebaut haben. Damals bei Little Oktoberfest hatten wir ein Freefall, das ist jetzt, glaube ich, keine Ahnung, 700, 600 Folgen her. Also das ist schon echt ewig. Und das haben wir damals ohne Mods gebaut. Das war vielleicht auch ein kleiner Fehler von uns, dass wir, also ich und Egal TV, gesagt haben, wir machen das ohne Mods. Ich werde zwar jetzt keine Mods benutzen, die uns irgendwie einen Vorteil verschafft hätten, aber optisch einen Vorteil verschafft hätten. Und ja, genau. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an, da jetzt mal was Schönes zu bauen. Und zwar brauchen wir erstmal eine schöne Grundplatte. Hier erstmal immer so einen Block setzen, damit wir dann die Mitte haben. So, größer wird das nicht von der Fläche hier, ne? Von der Sitzfläche, also von der Attraktionsfläche. Außer dann halt natürlich noch Eingang und so. Aber das kommt dann erst später dran. So, jetzt brauchen wir einen Turm. Also sprich etwas, was nach oben geht. Wir haben das so gebaut gehabt, dass wir hier außen hier die Stützen hingemacht haben, was ich persönlich ein bisschen komisch finde, dass wir das so gemacht haben, denn ich kenne nur Freefalls, da ist die Stütze hier in der Mitte und drumherum sind die ja, ist der Wagen und die Sitze. Deswegen mache ich das jetzt auch so. Ich denke mal damals, oder damals sage ich, als der ja, der erste Freefall gebaut wurde oder die heutigen Freefalls, die hatten alle ihren Grund, warum die so sind, wie sie sind. Und ich denke, dass das ja, der beste und die vernünftigste Bauweise ist, die ich verwenden kann, um jetzt hier einen schönen Freefall zusammen zu kleistern. So, warte mal, ist das der richtige Block? Wo ist der hin? Ha, ist der weg? Hä? Bin ich blind oder ist der weg? Jetzt, hä? Ja, warte mal, mir fehlt sowieso noch ein... Ja gut, Polygone brauche ich eigentlich in dem Sinne nicht. Das wundert mich jetzt. Hat der Entwickler den Block weggemacht? Aber das... Hä? Das kann doch nicht sein. Wenn der Entwickler diesen Block weggemacht hat... Was ist dann mit den alten Sachen? Hä, das kann man doch nicht machen. Da fehlt doch dann der Block in der Entwicklung. Naja gut, sei es drum. So, okay. Wir machen jetzt hier so eine Säule. Ja, so soll das dann mal aussehen. Dazu basteln wir uns jetzt aber hier an dem Rand schon mal eine grobe Konstruktion, die wir dann copy-pasten und dann relativ schnell einen Turm nach oben ziehen können. So, jetzt die Frage, wie lassen wir den Wagen da in dieser Funktion hier, also hier drin, ja, wie nennt man das? Ja, der muss ja irgendwo eingehakt sein, ne? So, wie machen wir das? Also wir bräuchten im Prinzip einmal so Reifen und einmal so Reifen. Das heißt, so wäre eigentlich Entschuldigung, schon etwas unpraktisch, wobei man vielleicht
Wir könnten es größer machen, ja. Das wäre eine schönere Option. Dann haben wir ein bisschen mehr Spiel, ein bisschen mehr Platz. Also statt hier 2x2 machen wir 4x4 draus. Also demnach auch dann hier, ne? Ah. Doch nur den hier, den kleinen Freund hier. So. Mir fällt gerade ein, Mitte ist gar nicht mal so wichtig. Weil wir das dann nachher so oder so drumherum so bauen können, wie wir es brauchen. Aber so haben wir trotzdem die Mitte. So, genau, dann machen wir das so. Okay. Gut, also, jetzt ziehen wir nochmal die Wand. Na, schummeln gilt nicht. So. Okay. So, dann würde ich nämlich sagen, ja, wie machen wir das denn? Also, wir haben dann hier einen Reifen, ja, der hier so fährt. Aber das ist eigentlich blöd so. Nee, das machen wir nicht so, weil dann kantet der hier an dieser Ecke da drin. Was ist eigentlich kacke. Dann, dann machen wir was anderes. Jetzt können wir uns überlegen, machen wir es so, ja, eckig. Oder machen wir einen runden Block. Nee, machen wir es eckig. Machen wir es eckig. Das spart Ressourcen. So, dann ist das eigentlich im Prinzip ganz einfach. Wir haben hier unseren super coolen Block, wo drumherum dann die Sitze sein werden. Und die Reifen, die fahren dann hier an dieser Wand entlang sozusagen. So, jetzt lüften wir das mal ganz kurz. Machen unten den hier weg. Wenn er uns lässt. So. Genau. Schmeißen wir den. Ne, weil er erst muss man speichern. Das sind jetzt 16, ja. Also das sind immer 16 Blöcke. Jetzt haben wir 32. Ja, 64 schon mal nicht schlecht. Es kommt halt ein bisschen drauf an, wie hoch wir bauen wollen. Ne? Jetzt könnte man... Ja, vielleicht. Warte mal. Tatsächlich soll das Ganze ja dann sogar nach was aussehen, oder? Also, brauchen wir ein bisschen Licht. Wie machen wir das denn? Nehmen wir hier einfach die hier. Oder die hier, dann werden wir etwas sparen. Ja, aber... Ja, nehmen wir die hier. So, wir müssen wir mal gucken, wie wir das jetzt machen. Also, ja, dann machen wir jetzt hier mal so einen Strich rein. Soll ja auch nach was aussehen, oder? Es soll ja nicht nur hier so ein Felsen in der Wand sein. Müssen wir mal gucken, wie wir das mit der Technik dann machen, damit wir da auch nicht jetzt uns unendlich lang dann tot verbinden. Jetzt machen wir mal kurz hier auf an der Seite, damit wir da reingucken können. Das ist jetzt gar nicht mal so ohne, das hier jetzt so dann zu verbinden. Wir machen jetzt... Warte mal, es sollte vielleicht so rumgedreht sein, dass man dann nicht von außen sieht, was dahinter Logik-Gates sind.
Ist halt auch die Frage, machen wir es versetzt oder lassen wir alles gleichzeitig nach oben dingseln? Mal überlegen. Wir könnten es versetzt machen, ja, dass zum Beispiel eins nach oben geht, das andere nach unten. Das machen wir, ja. Das machen wir. Eins nach oben, eins nach unten. Da brauchen wir zwei Logik-Gate-Reihen. So. So, einmal. Oh, warte, dann ist die Tür. So, genau. So, dann haben wir das einmal. Und zwar machen wir das jetzt wirklich so. Eins geht runter, eins geht hoch. Wobei ich da dann hier dann vielleicht besser von oben nach unten gehen sollte. Macht's einfacher. So, genau. Einmal oben, unten. Im Prinzip ist das jetzt ganz einfach. Wir haben dann unten irgendwo ein schönes Signal. Und dann geht er da so durch. Ja? Also, ist jetzt ein bisschen blöd. Ich sollte mal kurz den Knopf außen hin machen. Oder eigentlich generell, da soll ja dann gar kein Knopf sein. So. So, einmal hier, chip, chip, und der hier, chip, chip. Ja, super geil. Dann lassen wir das so durchsliden. So, jetzt müssen wir das natürlich auch übertragen auf die anderen. Keinen Fehler machen. Genau. So, nochmal. Sehr gut, und der hier nochmal. Wunderbar. Sehr schön. Das muss man hier natürlich auch noch Lampen setzen. Machen wir mal dahinter einen Block. Hier auch. Dass man nicht so durchgucken kann. So. Okay. Haha. Ist doch gerade ein Fehler passiert, oder? Der hier ging da rein. Das, da muss ich echt aufpassen, dass ich jetzt hier nicht verklicke. Hm.
Nummer 4. Was sind da jetzt ganz schön? Warte. Nee. Hey, warte mal. Einer ist falsch hier. Der hier. So. Dann ist der hier nämlich auch falsch. Ah, jetzt glaube ich, stimmt's. Genau, passt. Oh Mann, das ist kompliziert. So, dann haben wir hier den hier noch. Nummer 3, Nummer 4, Nummer 5, Nummer 6, Nummer 7. Ist hier noch richtig? Ja, oder? Da blickt ja bald keiner mehr durch. Aber sieht gut aus. Ah. Warte mal. Da, oder? 9. 10. Nee, das kann nicht stimmen. Muss mal ausprobieren. Das sieht, glaube ich, ganz gut aus. Oh, was? Sieht ganz gut aus. So, sehr schön, Gott sei Dank. So, dann haben wir das nämlich. Jetzt färben wir das gleich auch noch ein. Das ist das falsche Teil zum Färben. So, welche Farbe machen wir was Bunteres, oder? Hier so vielleicht außen dunkelrot. So, und dann hier so blau. Oh, das geht nicht. Das wurde eine ungerade Zahl. 16 ist eine ungerade Zahl, das ist blöd. Nee, ist aber. Nee. Ja, dann machen wir es so. Kommt die obere Reihe weg. Das macht ja nichts. So, genau. Dann machen wir hier wieder das Blau, ne? Also so. Oder so. Machen wir es so. So. Hä? Was ist denn da jetzt passiert? Oder wir machen es einfach. So. Und dann machen wir die Striche da rein, die wir haben wollen. Dann nehmen wir einfach ein helleres Blau. Also so. Nein, du Zipfelklotschette! So. Ach, herrlich. So, das sieht auch schon mal gut aus. Und bei Rot machen wir es auch so, dann machen wir hier. Ja, dann machen wir es umgekehrt. Man sieht es zwar nicht so gut, ne? Aber das macht ja nichts.
Aber hier sieht man es umso besser. So. Passt. Wunderbar. So, jetzt müssen wir überlegen. Machen wir Licht andere Farben? Hm, ich würde fast sagen... Ja, ich weiß nicht. Hm. Ja, vielleicht schon, oder? So, und dann... Ja, das könnte ganz lustig werden. So, und dann müssen wir wieder von dunkel... Warte mal. Schön wäre natürlich, wenn wir jetzt hier dann den Übergang hier hätten. Hätte man nochmal 4 Farben dazwischen hin platzieren können. Was eine Arbeit. Gut, dass wir das dann copy-pasten. So, wie wäre es denn... Ja, wir sind jetzt von Rot und dann sollen wir da in diesen Hellblau kommen. Hm. Dann nehmen wir vielleicht... das hier. So, das ist geil. Genau. Also vielleicht sollte man hinten das noch einfärben. Dann nehmen wir jetzt einfach klassisch schwarz. Oder ne, wir nehmen blau. Ah, blau ist, glaube ich, ganz gut. So. Ja, geil. Ne, das gefällt mir schon mal. So, und da laufen dann die Reifen hier drauf, ne? Oder hier. Ne, lassen wir sie hier am Rand laufen, glaube ich. So. Turm 1. So. Genau, die müssen wir jetzt halt duplizieren. Einmal haben wir 32.
32, 64, 32. Super. Und dann haben wir 128, oder? Ja, wenn wir noch höher wollen, können wir ja noch höher machen. So, jetzt ist wichtig, immer oben mit unten zu verbinden. Also oben. Unten. Es ist auch wichtig, dass sie richtig rum sind. Nee, ist eigentlich nicht. Aber wäre schön. So. Und nochmal unten. So, da kann man relativ schnell einen Turm zusammenbauen. Halben. Unten. So. Den dann nochmal. So. Das wäre jetzt natürlich langweilig, die Höhe. Deswegen machen wir das gleich so, dass wir da... Oh, schade. Kommen wir rein? Nee. Okay. Jetzt müssen wir natürlich herausfinden, wo der Punkt ist. Hier, genau. Das müssen wir jetzt immer miteinander verbinden, okay? So. Und der nach unten. So, jetzt kommen wir zum nächsten. Sonst haben wir ja keine fortlaufende Verbindung. Weil sowas oben zu bauen ist kacke. Ah, das macht keinen Spaß, deswegen am besten so machen und dann copy-pasten. Und dann hat man nicht nur das schneller fertig, sondern auch viel Arbeit, Zeit und Nerven gespart. So, das war's. Jetzt schauen wir mal, dass wir das mal testen. Einmal hier den hier. So, jetzt. Hui! Oh. Da haben wir wohl irgendwo eine Verbindung vergessen. Nur wo? Ha! Was ist denn hier passiert? So. So ein Schlingel. Boah, das sieht geil aus. Und dann können wir da auch einstellen, in welchen Rhythmus das kommen soll. Ne? Wir könnten auch so einen langen Strich machen. Oder ganz viele kleine. Oder halt nur einen einzelnen. Oder verschieden. Lang, ein. Lang, ein. Lang, ein. Lang, ein. Können wir dann aussuchen. Und das sieht richtig geil aus, weil das so regenbogenfarbenmäßig ist, gell? So, jetzt testen wir oben noch. Und da kommt er angefetzt! Das ist super geil. Toll! Schön! Einwandfrei. Dann machen wir hier jetzt zwei Logik-Gates hin. Damit wir das nachher einfacher haben im Verbinden. Ist der jetzt da drauf? Ich hoffe's. Und den hier oben. Na, damit wir nicht dann da hochhaxen müssen jetzt hier. Ah, warte mal. Ende mal. Haha. So. Das hier wäre mir ja noch zu niedrig. So. Den Schub könnt ihr euch übrigens dann auch runterladen, wenn ihr lustig seid. Jetzt mal das Ding umgeschmissen kriegen. Weil so viel Gewicht drückt das so sehr auf die Platte. Also auf den Punkt da unten. Dass das nicht richtig fallen kann. So muss man da ein bisschen tricksen.
BAM! So, okay. Ich glaube, ich brauche mal noch einen. Baumfeld! Ah, es geht sogar so ganz gut. Was macht ein Knoll? Ja, mir fällt jetzt kein Beispiel ein. Aber es macht auf jeden Fall Knall. So, genau. Jetzt haben wir hier nochmal zwei wunderschöne sexy Punkte, die wir verbinden. Und das ist dann auch die feine Höhe für mich. Höher will ich gar nicht bauen. Sehr schön. So, wo ist der Punkt? Der Punkt. So, einmal und zweimal. Ja, wunderbar. Jetzt schaut euch das mal an. Wie geil ist das denn? Ja, das ist eine gute Höhe. Das finde ich gut. So, ja, liebe Leute, wir sind leider am Ende der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es einfach ein Like da lassen. Morgen machen wir den schönen Kahn hier fertig. Hoffe ich zumindest. Und ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Ciao!